Genauso wie du bist, jetzt Körper rein. Ey, das ist ein Wahnsinn, Junge, du bist doch nicht ganz dicht. Ich lese immer wieder viele Kommentare, dass es wie so eine Klassenfahrt ist und das stimmt fast so ein bisschen, weil wir haben einfach mega Spaß zusammen, wir haben eine coole Zeit, dass wir mit diesen kleinen Videos so ein bisschen den Leuten was zurückgeben können und ein bisschen Einblick geben können, glaube ich, lässt sie ein bisschen auch verbundener zu uns wirken und wir lassen sie ein bisschen teilhaben. Zum Beispiel beim Besuch beim Gärtner. Wenn Kimmich und Co. Bäume und Blumenerde kaufen, gepflanzt wird der Baum anschließend im Camp in Herzogenaurach. Am Ende des Tages sind es alles Ich-AGs. Es geht darum, dass jeder seinen Marktwert erhöht und Sichtbarkeit ist nun mal einfach die neue Währung. Und zweitens, sie sind abgeschottet. Und das ist sozusagen die einzige Möglichkeit, so ein bisschen mit der Außenwelt Kontakt zu haben. Kontakt hat der gebürtige Nürnberger David Raum auch mit seinen Großeltern aus Ebern in Unterfranken. Das Telefonat geht viral. Sehr schön. Und der Opa ist auch zufrieden, oder? Wie es läuft bis jetzt? Meine Oma hat kein Instagram oder TikTok, deswegen, ich glaube, sie hat es noch nicht erreicht. Jeder, der noch Großeltern hat, das Privileg, sollte sich hier und da mal Zeit nehmen, sie anzurufen, weil man weiß nie, wie lange man sie noch hat und es ist immer schön. Florian Wirth soll sein Lieblingskartoffelprodukt bewerten. Zur Auswahl stehen Pommes, Chips, Gratin, Gnocchi und... Normale Kartoffeln auf die Eins. Diesen Satz greifen viele User auf. Der wird zum Hit im Internet. Normale Kartoffeln... auf die Eins. Normale Kartoffeln. Auf die Eins. Normale Kartoffeln. Auf die Eins. Normale Kartoffeln. Oh, auf die Eins. Unsere DFB-Elf. Nicht nur Fußball, sondern auch Social-Media-Stars.